herzlich willkommen zurück zu Pokémon Stop Silver, meine lieben Freunde. Ja, ich bin hier immer noch auf der Route 11 unterwegs und kämpfe gegen die vier kleinen Trainerchen, die wir hier haben. Ich habe das jetzt mal schon angemerkt, dass es schon eine leichte Verschlechterung gegenüber Rot-Blau-Gelb ist, aber ich trotzdem einigermaßen mit denen zufrieden bin, was wir hier haben. Ich einfach kein bisschen mehr gesehen hätte. Und wir müssen natürlich nochmal dafür entschuldigen, dass im letzten Part doch vergleichsweise wenig passiert ist. Oh Gott. Aber ich denke, weder ich noch ihr könnt was für Professor Eistanzapfigkeit. Von daher legen wir das vielleicht erstmal ad acta und versuchen nach vorne zu schauen. Denn uns erwartet ja natürlich einiger spannender Content mit den Trainerkämpfen, die hier noch bevorstehen. Jetzt hoffe ich, dass sie die richtige Entscheidung getroffen haben, den ich hier drin gelassen habe. Natürlich heile ich ihn, weil das ist mir dann doch zu riskant zu diesem Zeitpunkt. Aber man merkt schon, ich bin bei den Leveln her fast gleich wie mein Gegner. Und gerade in so einem großen, hohen Stadium. Also ich meine, bei Pearl haben wir ja dieses Level an Stärke praktisch erst ganz am Ende erreicht. So, über einen gesteigerten Spezialangriff von einem X-Bad mache ich mir mal aktuell eher weniger Sorgen. Weil der ist nie wirklich hoch. Oh, wobei. Wirklich? Wirklich? Okay, dann habe ich hier eine bessere Option. Also wir haben ja wirklich bei Pearl erst ganz am Ende dieses Niveau erreicht. Wenn die Pokémon schon so stark sind, dass tatsächlich hohe Level gar keine so großen Vorteile mehr bringen. Klar, Statuswerte werden immer noch besser, aber ja, man hat dann lauter voll entwickelte Pokémon mit Attacken, die dann tatsächlich auch alle verteilt sind. Ich meine, in hohen Level lernt man nur noch selten wirklich gute Attacken später. Und das wirkt sich dann natürlich auch alles auf das Spiel aus. Und von daher, hier sind meine Pokémon, zumindest die 10 Level drüber, sind wesentlich mehr in Gefahr als jetzt mit dem früheren Stadium. Also Level 25 wird eher weniger von dem, mal auf Level 15 gekillt werden, während jemand auf Level 65 durchaus in der Lage ist, jemand auf 75 relativ problemlos auszuschalten. Und das bedeutet natürlich, dass dementsprechend auch eine echte Gefahr herrscht, wenn die Level zu ähnlich sind. So, ich teste jetzt vielleicht einfach mal, wie weit ich hier denn mit Erdbeben tatsächlich komme. Gegen ein Pokémon wie Geradax, was gar keine so schlechten Defensivwerte hat. Schauen wir mal. Man sollte, oder mit dem Kopfball, das ist neutral. Mhm. Das ist in etwa zu erwarten gewesen. Gut, jetzt kann ich auch schauen, was ich tatsächlich defensiv einstecken kann. Da wird jetzt auf jeden Fall nichts allzu Gravierendes passieren, genau. Okay, gut. In Ordnung. Und ich glaube tatsächlich, wenn ich hier durch bin, anstatt dass ich dann zur Route 12 zurückkehre, werde ich dann mal kurz nach Memoria City fliegen und einfach mal abchecken, ob ich denn jetzt vielleicht in den Vetania-Wald kann und ob das Spiel möchte, dass ich das jetzt hier mache, weil ich immer noch dezent darüber verwirrt bin, wo ich hier jetzt eigentlich hin soll. Aufgrund der Ereignisse der letzten Zeit. Ich glaube, das habt ihr so ein bisschen mitbekommen. So, jetzt suche ich mich hier. Aber ich meine, das Layout ist ja immer noch cool. Ja, das haben sie ja auch beibehalten. Also praktisch, dass man hier ein bisschen, ja, dass man hier ein bisschen in diesen Grasbüschen wieder langläuft oder die kleinen Wege. Wobei ich mich immer noch gefragt habe, ob das in Rot-Blau-Gelb Straßen sein sollten. Also, ich meine, das habe ich jetzt mal so lapidar als Straßen bezeichnet, dann bin ich mir gar nicht mehr so sicher. So, und langsam wird mir das ja echt zu heikel. Weiß auch nicht, aber ich bin jetzt nicht so glücklich damit, ihn mit seinen gelben Kappi hier draußen zu haben. Deswegen wechsle ich lieber mal zu Leuten wie ihm, die dann, klar, die Level nicht so sehr brauchen, aber wo ich mir nicht so groß Angst haben braucht, dass er zum Beispiel hier Risikotackle einsetzt. Und es hätte Potenzial gehabt, meine Knoggers oder meine Knoggers zu erledigen. Ja, aber braucht man nicht ignorieren. Das hätte wirklich böse werden können. Von daher, ja. Lasse ich ihn einfach mal. Ich glaube, ich wechsle jetzt tatsächlich auch mal kurzzeitig zu ihm oder zu Chap. Aber Chap hat halt auch nichts wirklich, oder auch gerade nicht wirklich eine Agenda, die er dagegen setzen kann. Nein, nein, okay, ich habe gerade irgendwas gedrückt, was ich nicht drücken wollte. So, genau, das wäre dann soweit geregelt, aber war ja nicht letztes Mal ein Item? Ja, genau, hier. Oder? Nein. Stimmt, warum vergesse ich das immer wieder?
Das funktioniert nicht, aber ein Beleber, sehr schön. Absolut nutzlos, kann ich ja nicht verkaufen, aber hey, wenn ich es verkaufe, werde ich wenigstens 1500er dafür kriegen, ja? Und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich mich irre, aber ist das nicht bereits Trainer Nummer 4? Weil ich sehe da links nochmal ein, kann sein, dass ich mich gerade komplett verzählt habe. Aber wäre natürlich auch möglich, dass hier Storm Silver noch einen weiteren Trainer hinzugefügt hat, was sehr, sehr schön wäre, wenn man diese Route etwas mit etwas mehr Population ausstattet, sag ich mal. Wenn sie das wirklich brauchen kann. Ja, aber darüber habe ich im letzten Part ja schon einigermaßen ausführlich gesprochen, von daher. Gut, auf jeden Fall, Logok ist ausgeschaltet, sehr gut. Das ist immer wieder ein Beweis dafür, wie gut Qualnall tatsächlich drauf ist. Und dass er wirklich mein absoluter VIP im Team ist. Also, gibt es irgendjemanden, der das zu diesem Zeitpunkt noch anzweifelt? Also ich glaube, da müsste jemand schon sehr hart an der Realität vorbeileben. Der nicht glaubt, dass Quappo es ist, der dieses Team trägt. Ja, Quappo ist mein Iron Man des Cinematic Universe. Versteht ihr? Das ist... Der ist einfach nicht mehr wegzudenken. Deswegen ich gerade bei solchen Sachen nicht aufpassen sollte. Weil wenn ich es Statue erledige, kein Problem. Aber wenn mich dann... Seher trifft, dann habe ich... schon potenzieller oder das Potenzial, ziemliche Probleme bekommen zu können, aber er hat ja zum Glück nur ein Xatu, weswegen ich auch sehr eher weniger einsetzen würde, wenn du nur ein einziges Pokémon hast. Das leuchtet mir nicht ganz ein, was daran jetzt sinnvoll sein soll. Ah, das Relaxo liegt doch da! Ach so! Ja gut, es ist dann natürlich... Das ist natürlich etwas, was ich gerade nicht bedacht habe und... Oh! Ein wildes Plusel, was Donner kann? Also ich meine, ja, bei dem Trainer hätte ich das erwartet, aber bei einem Wilden? Jetzt bemühe sich das Spiel aber schon, hier etwas Spannung zu vermitteln. Wow. Ja gut, das hatte ich natürlich jetzt echt nicht bedacht. Klar. Da kann ich die Route hier ja noch gar nicht gemacht haben. Weil eigentlich bin ich ja erst hier, wenn das alles geregelt ist. Von daher und, Moment, war ich hier schon? Nö, hier war ich nicht. Ah, aber Moment. Okay, genau. Ich weiß, hier hat man nämlich so einen kleinen neuen Wasserbereich um Orania City hinzugefügt, den man dann betreten kann. Das ist echt spannend. So, Sticky Boy. Das, ich weiß gerade nicht genau, was das ist. Ich werde es dann bis zum nächsten Mal nachschauen. Ich habe halt bedauerlicherweise gerade niemanden, der Surfer hat. Und ich habe auch nicht vor, das jemandem beizubringen. Ich wieder einen guten VM-Sklaven, den ich in so einem Fall mitnehmen kann. Weil ihr merkt da schon, dass... Nee, ich werde das garantiert nicht Quapo beibringen. Vergesst es. Nicht in 100 Jahren werde ich meinen VIP dafür opfern. Gut, dann, Oh, ich liebe diese Musik. Diese Musik ist so schön. Dann werde ich mich jetzt hier tatsächlich zurückbegeben. Und dann schauen, was Sache ist. Wenn nicht, werde ich hier natürlich mit dem VM-Sklaven zurückkommen, weil es gibt sowieso auch was auf der Route 12, was ich mir eigentlich noch anschauen müsste. Moment, stopp. Eine Sache kommt mir gerade. Muss ich jetzt zum Kraftwerk zurück? Jetzt, wo ich in Lavandier war? Oder... Wie schaut das genau aus? Vielleicht soll ich tatsächlich dem Kraftwerk mal einen Besuch abstatten. Vielleicht könnte das meine gesamten Probleme hier lösen. Tatsächlich. Okay, ich kann scheinbar in den Vertania-Wald gehen. Hier, schönerweise, oder netterweise, ist immer noch der Zerschneiderbusch nicht da. Aber ja doch, ich glaube tatsächlich, ich fliege mal in diese Richtung. Es ist echt schade, dass ich nicht direkt zum Felstoll fliegen kann, aber gut, schauen wir mal, was im Kraftwerk los ist. Ich meine, es ist auch so ein bisschen Tüfteln hier, ja? Aber ich glaube nicht, dass das der Sinn des Hacks war, dass das hier noch verwirrender ist, als es davor schon war, aber ich habe schon das Gefühl, dass das mindestens darauf hinausgelaufen ist, durch die Veränderungen, die man bewerkstelligt hat. So, nein, da willst du absolut nicht hin. Ich schaue jetzt aber mich einfach mal kurz hier um. Nee, da ist kein Rocket-Rüpel. Okay,
kurz zum Kraftwerk. Also ich möchte wirklich, ja, das jetzt nochmal ganz klar sagen. Es tut mir leid, dass das hier so desorganisiert wirkt, aber es ist halt auch natürlich, wenn man das hier dann blind macht, kommt das halt nicht unbedingt so rüber, wie man es vielleicht erwarten würde. So, und jetzt ist mir natürlich eingefallen, dass ich immer noch keinen Surfer habe. Und spätestens jetzt ist wirklich der Punkt erreicht, wo man absolut die Augen hier vor nicht mehr verschließen kann. Ich muss sowas von jetzt reagieren. Und zwar ist vielleicht Morlord gar keine schlechte Idee. Oh, der hat ja schon Surfer. Ah. Da habe ich doch mal Xatu temporär raus. Nicht, weil Xatu schlecht wäre, sondern im Gegenteil, weil er gerade relativ gut dabei ist. Er ist ja sozusagen mein Urgestein im Team, ja. Er ist der Einzige, der irgendwie die Zeit vor der großen Vernichtung kannte, vor der dunklen Nacht. Ja, er ist praktisch mein Aemon Targaryen. Okay, ich habe es heute so mit Popkultur vergleichen. Naja, ich weiß nicht, ob die in 10 Jahren, wenn jemand das Video schauen sollte, doch irgendjemand verstehen wird, aber hey! Ja, vielleicht wird auch jemand denken, oh ja, das war damals voll cool, ja, Game of Thrones. Echt episch, aber... ja, war lange her und jetzt schauen die Kids, keine Ahnung was. Wer weiß, es kommt ganz drauf an, wie sehr HBO das Ganze noch vermarkten wird. Und ich sag, bewusst nicht ausschlachten, weil das so negativ konnotiert ist. Vielleicht wird das ja gut, was wir in Zukunft sehen werden. So, jetzt muss ich halt nur erstmal nach da unten kommen, ohne von den lieben Meerestieren in Kämpfe verwickelt zu werden. Und bezüglich des Kraftwerks, ich weiß nicht, ob ich schon angesprochen habe, aber beim Kraftwerk dachte ich mir eigentlich etwas Ähnliches wie damals, oder wie das, worüber ich in Lavandia gesprochen habe. Nämlich, dass man gerade, um zum Kraftwerk weiterzukommen, eine Art Hintergeschoss hätte machen können. Ich glaube, das habe ich angesprochen, ja. Aber das eigentlich Spannende ist ja, dass sich da tatsächlich Zapdos versteckt hätte. Also, dass man dann dort nach hinten geht und dann wartet dort Zapdos auf einen. Weil, so wie heute unsere normale funktioniert, wird Zapdos irgendwann in diesem Grasbüschel einfach sein. Muss bestimmte Sachen bewerkstelligen und dann chillt da Zapdos einfach. Was nicht wirklich zufriedenstellend ist für jemanden, der gerne Legendäre sucht. Ich meine, im Prinzip freut man sich, ja, aber wenn sie dann einfach rausspringen und sagen, ha, ich bin ein Legendäres, fang mich, fühlt man sich immer so, habe ich das wirklich verdient? Zumindest geht es mir so. Und von daher ist es eigentlich wirklich nett, wenn man immer noch einen Dungeon hat, der das Ganze zumindest ein bisschen begleitet. So, könnte ich dich für deine Kooperation fragen? Der Typ ist bei der Azuria City Arena. Ja, ich meine, schon. Oh ja, yeah, dieses Ding, was du da hast. Moment, ist das nicht das Teil, was von meinem geliebten Generator gestohlen wurde? Ich glaube schon. Hast du gefunden? Danke, 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 danke. Oh, da ich jetzt alles habe. Okay, ich nehme dieses Teil und tue das hier hin und dahin und... Oh. Ja, es funktioniert. Woo, woo. Oh, danke. Hier, nimm euch diese TM als Belohnung an. TM 57. Das war früher mal Blitzkanone. Heute ist es... keine Ahnung, Voltwechsel, glaube ich. Es wird Strahlen schießen und kann auch die Spezialattacke steigern. Oder den Spezialangriff. Ach, du solltest auch das nehmen. Es ist ein sehr seltenes Artefakt, aber ich habe hier keinen Nutzen für. Was? Moment. Was habe ich da gerade bekommen? What? Das ist das Band, womit man die Fee-Pokémon bekommt. Also, Selfie, Wespe, Toputz. Sind die jetzt in der Overworld aufgetaucht? Ein geliebter Generator. Pumpe weiter die Elektrizität, um das wundervolle Leben für... um ein wundervolles Leben in Kanto zu ermöglichen. Oh ja, jetzt hört man es hier aber auch. So, jetzt werden die wahrscheinlich alle ihre Dialoge ändern. Der Generator funktioniert wieder. Oh yeah, wir können endlich den Magneto wieder zum Laufen kriegen. Seit der Generator repariert wurde, ist der Manager sehr glücklich.
Oh, ich sammle Pokémon. Hast du einen Morlord? Und mit diesem Game Power Gun 2000. Sobald ich einen habe. Oh, ich habe eins im Team. Aber ich kann Stroh nicht tauschen, sonst weint er. Der Generator funktioniert und es macht sogar Elektrizität, die wir sparen können. Dann mach das bitte diesmal, damit nicht wieder der Day After Tomorrow da ein Kanto los ist. Oh, wir müssen echt unser Sicherheitspersonal oder unser Sicherheitssystem erhöhen, damit sowas nie wieder passieren wird. Gerade habt ihr es echt alle mit der Sicherheit. Sag mal, ist die Maizière euer Ministerpräsident? Kann das sein? Nur so eine Idee, weil irgendwie. Aber gut, dann kann ich jetzt dann nach Lavandia zurückkehren. Und tatsächlich, war das Glück im Unglück, dass ich das so gemacht habe. Weil ich so dafür sorgen konnte, dass ich immerhin so diesen ganzen Dialog gehört habe, bevor hier der komplette Blackout des Todes war. Genau, okay, gut, das sind jetzt die gleichen Dialoge, aber ich nehme mal an, der da hat geändert. Ah, also du bist dieser Caleb, der das Kraftwerkproblem gelöst hat. Wo weißt du, das habe ich vor 5 Sekunden gemacht. Ja, aber das ganze Twitter ist voll davon unter dem Hashtag Thank Caleb. Thanks to you. Steht da ganz oft. Aber dank dir was? I never lost my... Okay, dank dir bin ich nie gefeuert worden. Ich sag dir, du bist echt ein Lebensretter. Bitte nimm das als Dankeschön. Der Direktor hat dir eine Expen-Karte als Update auf deinen Pokécom geladen. Mit diesem Ding kannst du noch mehr Radioprogramme hier in der Kanto-Region einschalten. okay. Darf ich jetzt hoch? Nope. Aber ich bin der Hellscher auf Twitter. Du könntest die Oma von Jon Snow sein, du würdest nicht hochkommen. Verdammt! Okay, heute hab ich's echt. Ich krieg das hin, Leute. Ich krieg das wirklich hin. Aber gut, vielleicht kann ich dann jetzt tatsächlich Richtung Prismania City eventuell. Ja, die Route 8 habe ich jetzt soweit abgehalten. So kann. Ich bezweifle sehr, sehr stark, aber kann Morlord Zerschneider. Fallmanns. Was ist denn los? Okay. Ich bezweifle es sehr stark, aber. Ja, Chap. Ich muss mir hier noch was überlegen. Zu diesem Zeitpunkt werden die Frames einfach nur nervig, weil man einfach nur mit seinem richtigen Team unterwegs sein will und es ständig ausgebremst wird. Okay. Das wird sich auch wahrscheinlich nicht öffnen, weil ich glaube, es ist gar nicht einprogrammiert, dass sich das überhaupt öffnen kann. Oh Mann, die Stadt hat einen Blackout. Nein, der Strom funktioniert wieder. Du musst wieder zurückkommen. Du musst den langen Weg gehen, wenn du nach Prismania City möchtest. Junge, der Strom funktioniert wieder. Das ist mir scheißegal. Okay, also ich sag's jetzt direkt. Wenn der Hack möchte, dass ich über den Radweg hoch nach Prismania City gehe, dann ist das beschissen. Weil das ist das eine Ding, was überhaupt keinen Sinn ergibt. Wieso sollte ich über den Radweg nach Prismania City hochgehen? Ich gehe ihn runter, nicht hoch. Okay, da muss ich jetzt aber tatsächlich noch einen zweiten Fallmanns holen. Was bedeutet, dass mein Team erneut extrem dezimiert wird? Und es sein kann, dass meine Chancen zu sterben enorm gesteigert werden. Danke, Fallmanns. Oh, Moment. Ich hab doch ihn. Oh mein Gott, stimmt. Ich hab hier ja einen der besten Fallmanns, den es gibt. Bidifas. Aber kann der Zerschneider? Das ist die Preisfrage. Ich weiß es echt nicht. Weil es kann sein, dass das immer Tropius war, der mich das gegeben hat. Bitte kannst. Du kannst es? Warum stehen wir hier da noch rum? Los! Wir müssen nach da hinten und mein Pokémon für die Route 8 fangen. Und dann nach unten gehen und alles weitere machen, was uns dann hier noch bevorsteht. Okay, ich glaube, jetzt bin ich wieder einigermaßen organisiert. Dennoch verstehe ich den Sinn dahinter nicht, den Weg nach Saffronia City abzuschweren, selbst wenn man das Problem gelöst hat. Könnt ihr ihn verstehen? Wenn ja, dann schreibt mir irgendwas in die Kommentare, was das logisch erklären kann, weil, außer dass man die Arena absperren möchte, aber dadurch, dass wir nach Foxania City geschickt werden, ist man eh außerhalb der Arena-Reihenfolge, also, warum schickt man nicht einfach einen Typen davon, der sagt, sorry, ich piss gerade auf die Arena-Wand, da kannst du jetzt leider nicht rein. Irgendwie sowas, aber doch nicht einfach die ganze Stadt sperren. Ah. Okay, das ist jetzt natürlich etwas, was ich nicht aufnehmen kann,
wegen meine Spezienklausel. Das bedeutet, ich habe es mal umgebracht und hoffe, dass ich in der nächsten, wilden Pokémon mehr Glück haben werde. Und zwar bei Fukano. Aber ich habe schon eins. Das könnte ein Problem hier werden, merke ich. Oh shit, sorry. Weil es mir scheint, dass die meisten Pokémon hier schon in meinem Ziel. Was? Flammenblitz? Deine wilden Fukano-Flammenblitz? Was hauen die wilden Pokémon für verrückte Attacken raus? Das sind ja fast random Encounter als Final Fantasy. Was jetzt nicht schlecht ist, ist einfach nur ungewöhnlich. Aber gut, so jetzt. Also sie haben zum Glück die Klausel mit den drei Pokémon entfernt. Dennoch wäre es jetzt schön, wenn was kommen könnte, wo kein Pokéball da links ist. Das würde ich mal sehr begrüßen, weil ich möchte mich hier jetzt auch nicht ewig aufhalten. Wenn ihr wisst, was ich meine. So. Und jetzt mal die Augen zu und bete einfach. Komm schon. Das hat sich gut angehört. Vulpix. Ja, kann man auf jeden Fall verwenden. Habe ich auch im Pokémon Blatt Grün damals verwendet, wenn ihr euch erinnert. Von daher schwächen wir es jetzt erstmal auf die Hälfte hier. Zudem haben wir jetzt Nacht. Das bedeutet, dass ich jetzt natürlich einen Finsterball verwenden kann. Wo haben wir denn hier? Und dann habe ich, wenn alles klappt, natürlich ein Vulpix. 2, 3. Zack. Genau. Und ich werde Vulpix dann genauso wie ein Blattgrün nach meiner Freude Saphira benennen. So. If it's attacked by an enemy that is stronger than itself, it feigns injury to fool the enemy and escapes. Also wenn es von einem Gegner angegriffen wird, was stärker ist als es selbst, tut es so, als wenn es verletzt wird, täuscht das also vor, um dann zu entkommen. Was definitiv keine schlechte Idee ist, wenn wir uns das mal überlegen. Ich meine, oft übernehmen ja die Reflexe, aber das denke ich mir zum Beispiel ganz oft in irgendwelchen Filmszenen, wo jemand anderen erwürgt. Ja, wir kennen alle, glaube ich, diese Szenen. Und dann im Prinzip so lange wartet, bis derjenige, der erwürgt, wird sich nicht mehr wehrt und dann aufhört. Und ich denke mir jedes Mal, tu doch einfach so, als wärst du tot. Warte, bis er sich dann so selbstsicher umdreht, dann komm ich hinter und bitch-slap ihn. Aber ich glaube, das geht nicht wirklich, weil ab dem Moment würde ich die Reflexe übernehmen. Aber trotzdem, das sind schon immer Gedanken, die man sich dann da macht. Okay, gut. Jetzt, nachdem ich all diese unnötige Verzögerung habe, weiß ich nun endgültig Bescheid. Ich muss nach Fuxania City laufen. Das heißt, wir haben eine riesige Strecke von Routen vor uns und ich werde mir für die nächsten Parts irgendwas überlegen, was ich euch erzählen kann, weil ich hierauf absolut nicht vorbereitet war. Ich war darauf vorbereitet, jetzt in Prismania City herumzulaufen und Orte zu erkunden. Nicht das! Aber gut, ich werde zumindest noch ein bisschen was hier machen, weil es jetzt doch ziemlich viel, wie gesagt, ziemlich viel, ja, nicht unbedingt Zeitverschwendung war, aber wir mussten einige Zeit lang herumsuchen. Von daher lohnt sich das jetzt hoffentlich ein bisschen mehr. Und warum ich hierhin gehe? Nun, ihr erinnert euch wahrscheinlich daran, dass ich ja das da unten bei Orania City gesehen habe, wo ich hin wollte. Und da war eben tatsächlich, und ja, ich glaube, tatsächlich ist ein 5-Trainer hier. Also ich weiß nicht, ob man einen hinzugefügt hat oder ob ich mich einfach geirrt habe, dass es 5 gab, aber es trotzdem. Oh nee, da will ich mal rennen. Darauf habe ich ehrlich gesagt gerade keine Lust. Weil ein Hypno ist dann auch wieder ganz gut im Spezialwert und nee. Beziehungsweise, das ist allgemein mal ein Ort, wo ich nicht gerade Chap vornamen sollte, sondern viel lieber Linda. Und Moment, warum habe ich jetzt Stroh drin? Ich hab den falschen abgelegt. Ah, dieses Spiel! Okay, gut. Aber genau, eine Info noch. Was dieses X-Pin-Upgrade, was wir uns für unser Pokécom als App runtergeladen hat, gebracht hat, ist, dass wir nun Radioprogramm in Kanto empfangen können.
Die meisten Radioprogramme sind nicht unbedingt spannender als die in Johto. Bedeutet, die meisten sind relativ sinnlos. Allerdings gibt es später zwei Sachen, die wirklich cool sind, nämlich der Sinnoh-Sound und der Hoenn-Sound. Mit dem Sinnoh-Sound kann man dann auf bestimmten Routen bestimmte Pokémon rufen aus Sinnoh. Und mit dem Hoenn-Sound kann man auf bestimmten Routen bestimmte Pokémon aus Kanto herbeirufen. Funktioniert also wirklich super im Duett, sag ich mal. Und der Radiosender lohnt sich wirklich. Das zweite ist, dass wir dieses Relaxo aus dem Weg bekommen. Dadurch, dass wir nun die Pokeflöte spielen können. Was aufgrund dieses komischen Umweges, den wir gegangen sind, nicht mehr wirklich relevant ist, wenn wir mal ehrlich sind. Aber gut, ich meine, wie das Spiel's meint. Dennoch, so kriegen wir ihn aus dem Weg. Wo wir jetzt natürlich auch einfach außen rumlaufen können, irgendwie. Weiß nicht, oder? Ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber wird Relaxo nicht etwas winzig? Ich meine, klar, wenn wir uns Rot-Blau-Gelb anschauen, da war Relaxo auch ziemlich klein. Im Vergleich zum Trainer, er war im Prinzip genauso groß, was den Sprite ging. Aber dann in Gold, Silber und Kristall war das Ding riesig. Und dann kommen wir hier und ich denke mir, hä? Wie winzig ist der denn? Wobei, wie gesagt, es ist auch extrem inkonsistent, weil dann haben wir... Jetzt muss ich gerade überlegen, jeder X und Y, da sieht es auch merkwürdig aus, sag ich mal. Da sieht es dann noch merkwürdiger aus fast, weil er da nicht klein wirkt, sondern dann wirkt er so, als wäre er groß, aber immer noch klein. Also, ganz weird. So, nun gut, ich glaube, ich habe hier hinten noch etwas zu tun, namentlich Aurania City, dort... Gibt es ein paar Stellen, die ich glaube, ich nur von dieser Seite aus erreichen kann, vor allem die Stellen, die sich im Wasser befinden, okay. Zu diesem Zeitpunkt ist Superzahn kein allzu großes Problem, jedoch könnte Hyperzahn zu diesem Zeitpunkt relativ zerstörerisch wirken, okay. Ich hoffe, dass Donnerschlag aus dem Winter reicht. Ja, okay, gut, nochmal Superzahn. Also Hyperzahn hätte... mich jetzt komplett vom Möbeln könnten und Ruckzuckhieb. Ich glaube nicht, dass ein Ruckzuckhieb ganz ausgereicht hätte, aber es wäre auf jeden Fall bedrohlich geworden. Jedoch weiß ich, glaube ich relativ sicher, dass Radikal sich zum Zeitpunkt Hyperzahn nicht mehr kann, weil es ist relativ früh erlernt, aber dann wiederum bin ich mir da nicht hundertprozentig sicher und What? Oh shit! Ich wollte jetzt schnell flüchten, weil ich wollte eigentlich nur schnell nach da hinten, aber. Es sieht Hypno wohl ein bisschen anders. Gut, dann muss ich wechseln und er ist leider im langsamen Kampf besiegen. Ich meine, gut, es ist jetzt nicht so langsam. Also, ich meine, Bronzong ist ja schon auch offensiv durchaus fähig, sich oder seinen Mann zu stehen. Oder in diesem Fall, dass Neutrum ist, seine Sache zu stehen. Aber es ist doch ein bisschen... Ja, ist noch ein bisschen mehr Aufwand. So, okay, passt soweit. Aber ich hatte auf jeden Fall schon reinere Defensiv-Pokémon, die ich in Let's Plays gespielt habe. Also von daher, nur ein bisschen extra Zeit. Ich meine, er hat dieses Hypno gewone-hitted. Also das ist schon eine Leistung, muss ich wirklich sagen. So, seht ihr? Ich bin jetzt in Aurania City. Und jetzt kann ich hier noch ein bisschen herumsurfen. Und mich hier so ein bisschen umschauen, ob ich hier soweit alles gefunden habe. Das sieht nämlich an sich nicht schlecht aus. Es ist echt schwierig, Knogger zu trainieren, stelle ich hier wirklich fest. Wenn es doch nur einen Ort gibt mit vielen... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ja, genau vor so rum zu beamen, hatte ich nämlich Angst in meinem plötzlichen Zustand, aber... Gut, ich meine, das ist Level 5, das ist Queen Gall, das hätte schon mit dem Teufel zugehen müssen. Jedenfalls, schade, dass es nicht irgendwie ein Hort gibt voller Feuer-Pokémon. Aber gut, einen Vulkan gibt es hier nicht. Gift-Pokémon wäre auch nicht schlecht. Das heißt, wenn ich Knogger für Janine aufhebe, wäre das ganz gut. War ja auch ein Grund, warum ich Hippopotas in mein Team genommen habe. Nicht für Erika, da brauche ich nicht, aber... Gerade da wäre es sehr nützlich. Zugegebenermaßen, Major Bob ist weg, damit ist der größte Nutz dieser schon mal verschwunden. Und ich verlasse mich im Moment so ein bisschen auf die niedrigen Level dieser Wingal, weil ich einfach keine Tränke jetzt unbedingt hierfür verwenden möchte und aber die EP mitnehmen möchte. Dennoch ist das, glaube ich,
Das ist, glaube ich, keine gute Idee, wenn ich das jetzt noch weiter versuche. Daher wechseln wir einfach und ja, dann haut das hoffentlich besser hin. Also Route 11 ist abgeschlossen. Wie gesagt, relativ groß und nicht sehr spektakulär am Aufbau, was schade ist. Aber die nachfolgenden Routen werden deutlich trainerreicher und teilweise hat man sogar mehr Trainer. Zwischen der stillen Brücke, also zwischen Lavandia und Fuxania City platziert. Was erstaunlich ist, weil das war so immer der längste Abschnitt im Spiel und vor allem dann in Gold und Silber war das dann richtig krass lang gestreckt. Nicht, dass man so viele mehr Trainer hatte, aber es war einfach ein riesiger Haufen Nichts, der da war. Ich glaube, es gab jedoch einen Trainer, von dem man die Telefonnummer annehmen konnte. Das weiß ich deswegen, weil es in Kanto nicht sehr viele gab. Ich glaube, 2 oder 3. Also, das ist immerhin ganz interessant in diesem Zusammenhang. Aber ansonsten, oh, ich weiß, seht ihr das? Das konnte ich davor nicht erreichen. So, und tatsächlich befindet sich hier was. Wäre auch merkwürdig, wenn nicht. Ja gut, eine große Perle. Mann, das kann ich tatsächlich verwenden, um es zu verkaufen. Weil ich mir gerade nicht sicher, mit der Big Pearl das gleiche ist wie unsere Perle. Wenn ich mein Gedächtnis jetzt nicht täuscht, dann existiert ein Item große Perle nicht. Wie gesagt, da könnte ich mich jetzt irren, aber das ist doch mein letzter Stand. Ich meine, bisher muss ich diese Sachen nicht verkaufen, weil ich hier dieser Nuzlocke bisher nicht wirklich in Geldnot war. Das ist dann bei anderen Spielen, wo ich natürlich auch viele Pokébälle benötige, vielleicht ein bisschen akuter. Aber im Moment, wenn ich bei den Highlight-Dips, dann bin ich vollkommen zufrieden. Und selbst dann kann ich immer noch Sachen wie Beleber verkaufen, die ich hier absolut nicht verwenden werde. Also die einzige große Investition waren wirklich die Top-Genesen, die ich gekauft habe. Wenn ihr euch noch an die Pokémon-Liga erinnert, da habe ich ein bisschen was ausgegeben, aber dafür reichen mir die Top-Genesen auch noch bis heute. Also, ja. Na gut, ich meine, es kann sein, dass ich noch ein paar Mal zu Lavandia zurückkehren werde. Ich werde dann versuchen, zumindest so weit vorzustoßen, wie es geht. Was wirklich schade ist, weil ich mag die Lavandia-Atmosphäre einfach und ich gehöre immer noch zu den Leuten. Klar, die Kanto-Anspielungen haben in den letzten beiden Generationen enorm genervt, aber ich bin immer noch jemand, der sagt, hey, wenn ihr uns ein Kanto 21 gebt, ein Kanto mit einer neuen Aufmachung und versucht das so ein bisschen in die Zukunft zu setzen, dann bin ich auf jeden Fall dabei. Und das ist tatsächlich etwas, was ich nächstes Mal besprechen möchte, nämlich die Möglichkeiten eines weiteren Kanto-Remakes. Und ja, also da kann ich euch auf jeden Fall einladen, das nächste Mal einzuschalten, wenn ich mir diese ganze Thematik ein bisschen anschauen werde. Denn man kann es aus mehreren Perspektiven sehen, aber das werde ich dann das nächste Mal gesondert erläutern. So, das kann, oh ja, Plaudergei kann tatsächlich schwierig zu besiegen sein. Ein bisschen bessere Defensivwerte. Und gerade mit Sachen wie Ränkeschmied kann Plaudergei schon zu einem sehr unangenehmen Zeitgenossen werden, aber gut. Es ist so weit geschaut. Das war jetzt doch kein so großes Ding. Ich habe jetzt noch diesen einen Trainer erledigt. Und ich glaube, damit können wir es dann für heute gut sein lassen. Danke für die Aufmerksamkeit in diesem Part. Pokémon Storm Silver. Wenn der Part euch gefallen hat, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Wenn ihr damit ihr nichts mehr verpasst. Wenn ihr meinen Social Media Kanälen folgt. Und wenn ihr ein bisschen was übrig habt, mich auf Patreon unterstützt. Dankeschön, High Five und bis zum nächsten Mal. Thank you.